So, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal geht es nach Saudi-Arabien rein. Und zwar habe ich da eine Gruppe getroffen am letzten Übernachtungsplatz und da habe ich mich gleich in ihn angehängt. Sehr nette Leute und wir überqueren zusammen den Border von Saudi-Arabien und dann geht es weiter ins Landesinnere, ein bisschen Dünenfahrt und schöne Aufnahmen. Und dann kam ein Hilferuf aus der Wüste. Jemand hat die Spurstange, ist verbogen geworden. Was eigentlich unglaublich ist. Ja, und der kann natürlich nicht mehr fahren, weil seine Räder vorne gespreizt sind, voll offen sind. Und so habe ich dann schnell in Daman eine Spurstelle selber herstellen lassen unter meiner Anleitung und die ihm gebracht. Und dann, das ist der erste Teil von diesem Rettungsabenteuer. Viel Spaß beim Schauen und tschüss. So, wir sind hier vor der Grenze zu Saudi-Arabien, noch ein Übernachtungsplatz und hier waren ein paar hier seit ein paar Tagen, die gehen jetzt gerade über die Grenze aktuell. Drei Stück, zwei Italiener, ein Deutscher, ein Spanier und dieser Bus noch Deutsch, ja. Waren alles nette Leute. So, wir reisen gerade aus Kuwait aus, hier gibt es die Stempel, dann sind wir eigentlich schon fertig. Kuwait Ausreise ist relativ leicht. So, jetzt geht es um den Eintritt. Saudi-Arabien, Kuwait haben wir hinter uns. Am ersten Häuschen rechts muss man Fingerabdrücke und Pass zeigen, Visa zeigen. Da kriegt man einen Zettel und dann geht es weiter zum Eingang. Wir stehen hier zusammen mit anderen Offroadern aus Italien, Spanien und Deutschland an der Grenze Saudi-Arabien und da wird geholfen durchzurangieren, der kommt nämlich mit seinem Sportwagen nicht durch die Absperrung. Ja, Anhängerfahren will geübt sein, hier in den Grenzbereich gar nicht so einfach. Hat jetzt zwar nichts mit den Grenzformalitäten zu tun, aber ist trotzdem ganz spannend. Da hat es jetzt den freundlichen Italiener gebracht, der hinter raus fährt, der Chef hat es gemacht. So, nun weiter geht's zur nächsten Station. So, jetzt heißt es warten, wir müssen links hier durch diese Spur. So, wir sind in Saudi-Arabien, das war der einfachste Border, den wir jetzt unter Reise, glaube ich, erlebt haben. Ja, wir haben uns gleich dieser Gruppe angeschlossen, sind zusammen über die Grenze, ist ein bisschen einfacher. Machen wir eine kleine Pause mal zusammen mit den anderen, die uns begleitet haben. Und hier stehen wir. Ja, erster Eindruck von Saudi-Arabien, ähnlich wie auch in Kuwait. Erstmal mal sehen. Ja, nur manches ist ein bisschen kaputter als in Kuwait vielleicht. So, unsere erste Nacht in Saudi-Arabien haben wir ja im nächsten kleinen Städtchen verbracht, da am Strand, einem Kinderspielplatz. Ja, es gibt bessere Plätze, aber für das reicht's. Die SIM-Karte hat ganz viel Zeit in Anspruch genommen, bis die das hingekriegt haben mit ihrem System. Und wir alle hier, wir sind da, ihr seht's, fünf Expeditionswohnmobile, die da unterwegs sind. Wir reisen jetzt am Anfang mal zusammen und dann werden wir uns alle wieder mal aufteilen. Wir wurden hier eingeladen zum Frühstück und Multikulti von überall zerstreut auf der Welt. Wunderbar. Ja, hier wurde voll aufgetischt auf saudi-arabische Art und Weise. And YouTube. Hello.
Das ist mal ein Bild da. Wir sind jetzt zu fünft. Plus noch ein Vaui. Tipptopp. Ja, auch in Saudi-Arabien gibt es schöne Strandplätze hier. Wir stehen jetzt hier am Persischen Golf. Aber wir stehen nicht alleine. René ist vorgefahren, hat mal den Weg gecheckt. Das macht er immer so ganz gerne. Die anderen kommen auch alle zu uns. Das wird wohl eine Wagenburg. Oh Mist, der ist in den weichen Sand gefahren. Scheiße. Rollen da in Jetro. Retro. Sie, sie. Back. Jetro, Jetro. Okay, okay. It works. Aber wenn man natürlich zu mehreren ist, hilft der Vater gleich dem Sohn hier. Das ist der Italiener. Oh, er kommt auch gleich wieder raus mit der Differentialsperre, glaube ich. Kein Problem. Was würden wir sagen? Ein richtiges Loch. Halt! So, wir wollten hier eigentlich am Strand fahren, da, aber Militärpolizei ist Sperrgebiet. Und es hat mega geregnet, ein riesen Regensturm kam. Aber wir konnten auch fast nicht schlafen, weil die Jugend hier ist, bis morgen um 5 haben die da Lärm gemacht. Wir sind weiter auf unserem Weg. Jetzt geht es von der Küste ins Landesinnere. Und jetzt wird es hier immer wüstenartiger. Das heißt, wir checken mal auch alle so, wie die Reifendrücke sind. Stellen wir fest, leider hat Saudi-Arabien auch ein Entsorgungsproblem, weil sie fahren den ganzen Müll hier in die Küste. Also die Wölfe finden es geil, aber Carlo hat wohl genug Kraft zum Ziehen. Sehr cool. Ja, da haben wir wohl das Sandloch erwischt, das hier war. Jetzt ist gar nicht mehr so tief. Man fährt in die Wüste nicht alleine.
So baut man eine Wagenburg hier gegen den Wind. Kommt uns denn da besuchen? Kamele, Dromedare, die hier ganz alleine spazieren gehen, wild und frei. So, wir sind hier in der Mitte der Gemeinschaft in der Wüste, umgeben von Sand. Da eine schöne Düne. Ja, und jetzt bin ich da sogar noch was am Reparieren. Einen dümmeren Ort wie hier gibt es wohl kaum. Und zwar dieses Spurstangenendstück, Kugelgelenk, bin ich am Ersetzen, beziehungsweise ich habe es schon reingemacht. Ich dachte, es geht relativ gut raus, weil ich es vor einem Jahr mal draußen hatte, aber es ging extrem schwer. Aber das Neue ging dann nachher gut rein. Das ist jetzt drin, das hat ein bisschen Spiel, das wusste ich, und das wurde jetzt immer größer. Und jetzt habe ich das gemacht. Es war wirklich ein blöder Ort, aber es ging noch einmal alles gut. So, guten Morgen, Aufbruch von unserem Schlafplatz. Wir fahren wieder weiter. Wir verlassen den schönen Platz und fahren zum Flughafen. Tja, jetzt hat sich der Carlos festgefahren, aber er sagt, es ist Fahrfehler. Angehalten und Gang gewechselt, und das war hat nicht gepasst. Jetzt steckt er drin. Ja, eine kleine Düne ist zu überwinden, und der mit dem besten Auto eigentlich bleibt stecken, weil einfach er ist zu langsam rüber. Der Reifendruck war nicht optimal, obwohl er Automatik hat. Ja. Jetzt wird er rausgezogen. Hab keine Chance, das Ding abgerissen. Viel zu schwach. Auch da mal das Teil. So, da muss das 20 Tonnen Teil her. Geht dann besser. Also kleine Bergung. Nicht so schlimm. Wenn der Reifendruck passt, dann kommt der locker da drüber. So, weiter geht's. So, nächster Anlauf. Easy, mit dem richtigen Reifendruck. Er ist jetzt noch zu hoch. Jetzt hat er es geschafft. So, da kommt der nächste, der ist auch ein bisschen hecklastig. Reifendruck zu hoch. Aber er hat es geschafft mit Speed. Ohne Speed wäre er stecken geblieben. Jetzt kommt der 6x6, der hat 3 Bar drin. Ein bisschen mehr sogar. Aber der hat die Power, aber eben. Ja, der muss sich durchgraben. Aber auch geschafft. Tipptopp. And last but not least, Raimundo mit seinen 20 Tonnen LKW. Viel Power, aber auch viel Komfort auf Rädern. So, jetzt machen wir mal ein Päuschen hier.
wir stehen jetzt hier, weil morgen welche abgeholt werden müssen vom Flughafen. Aber da sind wir wohl zu nah am Flughafen, denn sofort ist die Polizei da. Mal sehen, was sie wollen. Ja, hier braucht es ein bisschen den Google-Übersetzer. We need the permission from the manager. Okay. So ist das nett. Es gibt ein schönes Foto mit den Herren. Die wollten, die sind eigentlich ganz freundlich. Also, die machen ihren Job gründlich, aber ich glaube, die brauchen bloß private Fotos. Also, wir sind mal wieder bei Werkstätten gelandet, hier in Dammam in Saudi-Arabien. Denn wir haben einen Hilferuf gekriegt aus der Wüste von Rabbelkiste Berlin. Dieses Reiseteam, die hat einen Schaden an den Rädern, dazu gibt es auch noch Fotos, und brauchen ein Ersatzteil. Jetzt sind wir noch bei Dammam und versuchen hier in dieser Dreherei unser Glück. Der René hat einen Plan bekommen und versucht gerade zu erklären. Hallo. Und auf so einem Gelände wirklich im Müll, da leben natürlich auch leider Straßenhunde hier. Ganz süße Welpen. So, jetzt wird hier erhitzt und gebogen für dieses Ersatzteil, was wir brauchen oder beziehungsweise mitbringen sollen. René macht den Stift, der die Verantwortung trägt. Den Lehrling. Oder vielleicht auch den Capo, der die Arbeit überwacht. Kann man nun sehen, wie man möchte. Während geschweißt wird, gehe ich in der Zwischenzeit Welpen füttern. So, mal nachgucken, was denn da jetzt passiert da innen mittlerweile. Wie ist denn der Stand der Dinge? Jedenfalls findet es Angie langweilig. Die liegt hier voll im Dreck. Da wird gemessen und erhitzt. Und jetzt muss der Sand wieder raus, der da drin war. Da in der Ferne geht es jetzt dann hin zu Judas Tomb. Das ist unser Reiseziel. Es ist aber schnell. Die galoppieren jetzt davon. Ist ein bisschen scheu. So, soeben haben wir den Judas Tomb erreicht. Das ist dieser Stein da hinten, der einfach so allein in der Landschaft steht. Und haben jetzt auch das Ersatzteil, diese Spurstange, die von rechts nach links geht, mitgebracht. Und dann schweißen wir die dann mal ein. Angekommen! Hallo! Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say. You have to admit, I already do. Let's just break it down to you and me uptown. Ja, man sieht, hier hat es viel Sonne, aber Hund liegt im Camperschatten. Das sind hier die Gebirgsketten bei Judas Tomb und oben steht der Felix rechts. Da müssen wir jetzt hin, weil die warten auf die Spurstange, die ja defekt ist. Da ein Wolf da oben. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown. Dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me. So, da geht's richtig hoch. Der kämpft sich da rauf. Wahnsinn. Fast am Plateau oben.
So, da hat es mega Auswaschungen, ganz schmal nur noch die Strecke hier. Ja, nun geschafft. Und was erwartet uns hier oben? Eine endlose Weite. Ein Plateau, wo ganz hinten da zwei Camper stehen. Das eine ist der Felix, das andere glaube ich Maren und Matthias. So, wir haben es auf dem Plateau geschafft. Das war nicht ohne, weil ich musste an der dümmsten Stelle anhalten, weil ich einen Fahrfehler gemacht habe. Da musste ich bremsen. Und er ist ein bisschen rückwärts gerollt, die Bremse, und dann ist er vorne echt mit den Rädern in der Luft gewesen. Der hat dann einen Sprung gemacht und zack, ja, aber hat sich ja wieder abgefangen. Und dann nochmal anfahren und hoch, leider nicht auf dem Film. So, super schöne Landschaft hier oben, aber es dämmert schon. Und wir sind unterwegs, immer wieder mal ein paar schwierige Stellen. Da sind wir gerade runter. So, da vorne steht die Rappelkiste. Ja, genau. Ja, genau, da haben wir uns schon kennengelernt. Ja, genau, da standen. Hallo? Ich stand ja. Hi, hallo. Sandra. Hallo, Julia. Ich filme gerade mal unser Zusammentreffen. Ich habe den Namen nicht genau. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du in 3 Jahren in Griechenland. Ja, genau. Das kommt gut hin. Ja, wer war da noch dabei? Silke und Roland war noch dabei. Ja, ein Monat stand ich da. Genau. Ich habe 2 Wochen. Genau. So, ja. Spannend, hä? So sieht man sich wieder. Da kommt die Maren noch dazu. Ja, klar. Wir wussten ja auch, dass du hier unterwegs bist. Hoi, Maren. Ja, damals genau. Hast du noch Hinterradantrieb gehabt. Hi. Ja. Hallo. Hi. Nein. Ja, wir kennen Servus. Uns auch. Hallo. Na, ihr seid ja irgendwie mutig hier. Sandra eingefüllt. Zum Biegen. Ne? Mhm. Das sieht aber sauber aus. Ja, das wäre ja, natürlich optimal. Das ist aber auch dick. Was ist das? 4 mm oder was? Das ist 4 mm. Ja, super. Ja, ich meine, damit, ihr braucht überhaupt keine Spurstange mehr danach. Nee, eigentlich. Also die schwächste Stelle ist im Fall nicht da, wo du das Teil anschweißt. Ich habe jetzt keine Rohre mehr gefunden, da zum Reinstecken. Ja. Aber das ist nicht das Problem. Die schwächste Stelle ist wieder mal da, vor allem da bei den Kurven. Und bei mir, du wirst ja sehen. Hat es da? Da. Ja, ich habe es gesehen. So? Ist schon krass. Warst du so schräg drin oder ja. Was? Aber ist mit meinem auch schon, aber normalerweise ist das ist ein normales Eisen. Normalerweise ist das gehärtet. Ja, die kannst du nicht biegen, die brechen. Ja, ich von daher, das Ding ist sicher nicht original. Doch, steht Steyr drauf. Echt? Ja. Habe ich vor 2 Jahren kann verstärkt. Sie nicht sein. Verstärkt sogar. Ist das sogar. Das kann sie nicht sein. Steht es von Steyr? Das habe ich noch nie erlebt. Ich auch nicht. Dass das biegt. Ich bin ja auch Autoschlosser. Aber und auf dem Helm sieht es so aus, dass das vorher schon, also nicht erst in der Kurve passiert ist, sondern vorher schon ein bisschen. Ja, und die Kurve hat ihn dann den Rest klar, gegeben. Genau. Ja. Also irgendwie ist außer Julia, danke schön. Ja, ich dachte schon, wie lange möchte ich das denn noch festhalten? Wann darf ich? Vielleicht kannst du noch ein bisschen. Ja, ja. Kann man für alles Mögliche noch benutzen. Aber vielleicht hat der mal da einen Schlag. Fitnesstraining, ja? Vielleicht, ich weiß nicht. Wir wissen es auch nicht. Wir werden es nicht mehr rauskriegen. Ja. Ich hab schon eben ich bin ja eigentlich schon an der Grenze mit meinem. Ich habe jetzt 8 Tonnen, 400 Liter Wasser, falls ich noch Wasser brauche. Ich habe extra noch mehr mitgenommen. Was haben wir noch? 200? Also. Ja. Ah, okay, ja, kommt jetzt drauf an, wie lange hier wir hier noch stehen. Genau. Jetzt mal gucken, wie wir und das dann reinkommen. Dann habe ich noch 10 Liter Wasser, habt ihr ja bestellt. Ja, super. Sehr gut. Die habe ich da drin. Sehr das gut. Machen wir morgen. Ja. Ja. Also ich fahre jetzt mal einfach. Da gehen Sie dahin mit der Stange. So, jetzt noch Schlafplatz finden. Jetzt den Berg hoch. Da oben stehen auch Maren und Matthias. Raue Strecke.
Bin hier nochmal runter, ist doch steil hier und der Untergrund ist ziemlich geröllig. Also kommen wir nicht hoch. Zu viel Geröll, zu weich und zu steil. Stellen wir es jetzt da unten hin. Die Aussicht ist trotzdem da. Ja, das war es wieder vom Wir. Jetzt geht's mit uns ein paar Tage in die Wüste hinein und habe vermutlich kein Internet da. Also wenn ich nicht antworte auf eure Kommentare, nicht schlimm. Ich lebe noch, hoffe ich auf jeden Fall. Ja, danke, wart ihr dabei und wir sehen dann, wie es weiterging im nächsten Teil. Und ja, gute Zeit euch, schöne Weihnachten vor allem und bis bald.